mal Edge spielen können. Ganz einfach, es funktioniert nicht auf jedem Fernseher Switch zu spielen, natürlich auf der PS4, aber auf paar Fernseher geht es. Probiert es einfach bei euch aus. Falls es nicht gehen sollte oder ihr gar nicht diese Einstellmöglichkeiten habt, funktioniert es halt nicht. Aber falls ihr genau den Fernseher oder beziehungsweise diese Fernseher habt, mit denen es funktioniert, probiert es einfach aus und dann könnt ihr ja gucken. Als erstes geht ihr jetzt mal auf die Einstellungen. Ich kann es leider nicht im Hintergrund zeigen, aber ich werde es euch einfach sagen. Also als erstes auf die Einstellungen, dann runter auf Sound und Bildschirm. Dann geht ihr auf Videoausgabe Einstellungen. Dann geht ihr auf die Auflösung und stellt dort 1080p. So, wenn ihr das Ganze habt, geht ihr wieder auf Dings da, auf die Sound und Bildschirme. Also genau wieder dorthin. Was hat man ganz kurz? So, perfekt. Okay, also geht ihr auf jeden Fall wieder auf Sound und Bildschirme. Dann geht ihr auf Anzeige, Bildschirm oder so. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es dann das dritte sozusagen von oben. Und sozusagen drückt ihr die ganze Zeit die Pfeiltaste nach unten, bis da sozusagen verkleinert also sozusagen nicht mehr möglich ist, dass ihr nicht mehr verkleinern könnt. Und dann müsst ihr einfach wieder zurück ins Spiel gehen und könnt dann schon gucken auf euer Bildschirm oder beziehungsweise Fernseher, also auf euer Spiel, sag ich mal, gestretched wurde oder halt nicht. Wenn nicht, dann liegt es daran, dass der Fernseher, beziehungsweise auf diesem Fernseher nicht funktioniert. Wenn doch, funktioniert es auf diesem Fernseher und ja. Das war's auf jeden Fall auch mit dem Video, würde ich sagen. Haut rein und ciao.